Ihr kennt das mit Sicherheit aus eurem Tennismatch. Ihr spielt gegen einen Spieler, der hat einfach die schnelleren und kräftigeren Schläge. Hierbei geht es besonders um die Schlaghärte und wie ihr die verbessern könnt, das zeige ich euch jetzt in meinem neuen Video. Hallo Leute, ich hoffe es geht euch gut. Ich bin der Martin und in meinem heutigen Video geht es um das Thema Schlaghärte. Der ein oder andere wird es sicherlich kennen aus seinen Matches. Ihr habt sicherlich schon mal gegen jemanden gespielt, der hat deutlich härter geschlagen, härter aufgeschlagen, eine härtere Vorhand gespielt als ihr. Und derjenige hatte natürlich in diesem Match einen gewissen Vorteil. Heute soll es darum gehen, wie auch ihr eure Schlaghärte verbessern könnt. Und da muss man natürlich auch sagen, es gibt mit Sicherheit auch Spieler, die deutlich zu vorsichtig spielen. Das heißt, die von Beginn an immer noch sehr abwartend, zurückhaltend spielen und sich gar nicht so wirklich trauen, gerade im Jugendbereich, den direkten Punkt zu machen. Das heißt, wirklich auch mal durchzuziehen. Und da sollte man auch einen Spieler mal hinführen im Training, dass man ihm einfach mal sagt, komm, schlag doch einfach mal so schnell wie du kannst an den Ball, schau mal, was passiert, sodass einfach mal ein bisschen mehr Mut dem Spieler gegeben wird. Das heißt, die Übung, die ich später im tennisspezifischen Teil zeige, die natürlich auch für recht zurückhaltende, recht vorsichtige Spieler einfach mal auszutesten, wie es ist, einen Ball mit Maximalgeschwindigkeit zu schlagen. Und darum geht es, dass man auch recht zurückhaltende Spieler einfach mal auch dahingehend trainiert, den Ball offensiv zu schlagen und einfach mal wirklich alles in den Ball reinzulegen, was man an Schlaggeschwindigkeit hat. Wenn wir uns jetzt über das Thema Schlagschnelligkeit unterhalten, dann darf ein Wort auf jeden Fall nicht fehlen, nämlich Schnellkraft. Die Schnellkraft ist die Fähigkeit deiner Muskeln, einen möglichst großen Kraftimpuls innerhalb einer kurzen Zeit zu erzeugen. Das heißt, bei der Vorhand beispielsweise, wenn ich stehe, dann versuche ich hier in einer gewissen Vorspannung einen möglichst hohen Kraftimpuls jetzt in den Ball zu geben und in einer möglichst kurzen Zeit an der Stelle X zu sein, wo ich letztendlich den Ball treffen möchte. Man kann auch sagen, die Schnellkraft ist die Fähigkeit, beim Tennis ist es der Tennisschläger, mit einer möglichst hohen Endgeschwindigkeit zu bewegen. Und wenn wir uns über das Thema Schnellkraft unterhalten, dann müssen wir immer im Auge behalten, dass wenn wir das üben, immer auch gegen einen Widerstand gearbeitet wird. Die Anzahl der schnellen Muskeln können wir leider nicht trainieren, aber wir können im Tennis versuchen, die Anfangskraft, die wir brauchen für Vorhand, Rückhand, um den Schlag schnell aufzulösen, die können wir versuchen, für die einzelnen Schlagtechniken zu optimieren. Wenn wir uns über das Thema Schnellkraft unterhalten, muss man natürlich auch sagen, dass die Veranlagung natürlich auch immer ein großer Teil ist. Ich beispielsweise schaffe es jetzt gerade so, an die 190 bis 200 Stundenkilometer aufzuschlagen. Und es ist natürlich auch schwierig. Man kann einfach nicht pauschal sagen, mit einem Training schaffst du es jetzt irgendwann 240 km/h aufzuschlagen. Das wird nicht passieren, weil natürlich auch die Veranlagung und natürlich auch die Anzahl der schnellen Muskeln eine Rolle spielt. Ein Beispiel aus dem Profi-Tennis ist Rafael Nadal. Rafael Nadal ist jetzt nicht der bekannt als Hardhitter beim Aufschlag. Er hat beispielsweise bis zum Jahr 2009, 2010 kaum über 200 Stundenkilometer aufschlagen können und hat dann aber stark an seinem Aufschlag gearbeitet und konnte so die 200 km/h Schallmauer gerade so erreichen. Ab nach 2010 sind deine Aufschläge deutlich schneller, aber wirklich über die 220 konstant zu aufzuschlagen, kommt er nicht dran. Und das meine ich jetzt mit dem Thema Veranlagung. Also, wir können versuchen, die Vorspannung zu optimieren. Wir können in diesem Bereich tennisspezifisch arbeiten, aber wir werden es natürlich jetzt nicht schaffen, jemanden, der zum Beispiel beim Aufschlag jetzt 160 km/h mit maximalem Tempo aufschlagen kann, ihn über 200 zu bringen. Das ist ganz klar. Das Stichwort hierfür heißt Vorspannung. Wir brauchen für einen möglichst harten Schlag, für einen möglichst schnellen Schlag, brauchen wir eine gewisse Vorspannung. Die könnte bei der Vorhand beispielsweise so aussehen, dass wir hier tief in die Vorspannung gehen, den Oberkörper verfringen, hier im Prinzip das sogenannte Loading, man sagt im Englischen immer Loading, Loading durchführen, also im Prinzip die Vorspannung, die Muskeln zu aktivieren und dann letztendlich mit einer schnellen Oberkörperdrehung und einem schnellen Arm dann nach vorne den Ball optimal und so schnell wie es geht zu beschleunigen. Wenn wir das jetzt üben wollen, immer auf Widerstand, immer mit einem Widerstand trainieren. Und das zeige ich euch jetzt, wie man das beispielsweise machen kann. Für Übungen zur Schnellkraft eignen sich wunderbar Terrabänder.
Ich habe hier so ein Multiband. Bezugsquellen findet ihr wie immer hier unter dem Video. Und mit dem zeige ich jetzt einfach mal ein, zwei Übungen. Das Video soll jetzt nicht, sage ich mal, schwerpunktmäßig mit dem Terraband sein. Ihr seht gleich vor allen Dingen Übungen mit Schläger und Ball und eben halt auch mit dem Medizinball. Und ich zeige euch jetzt einfach mal eine Warm-up-Übung, die habe ich bei Rafael Nadal gesehen. Und zwar ganz interessantes Video, kann ich euch nur empfehlen. Wenn ihr mit dem Video hier fertig seid, gebt einfach mal bei YouTube ein, Rafael Nadal Warm-up. Und dann seht ihr gleich unter den ersten Suchergebnissen eine Szene oder eine Aufnahme von, ich glaube, so 25 Minuten, wie sich ein Rafael Nadal in den Katakomben, glaube ich, bei den Australian Open war es, aufwärmt. Sehr, sehr faszinierend, sehr interessant vor allen Dingen, welchen Fokus dieser Spieler hat. Das ist Wahnsinn. Und da ist zum Beispiel auch so eine Übung dabei, dass er mit einem Terraband, also mit einem Widerstandsband, quasi arbeitet und einfach ja, seine Muskulatur warm macht und dabei mit kleinen, schnellen Zügen hier für Vorhand und Rückhand, ja, das jetzt im Bereich Rückhand oder eben im Bereich Vorhand arbeitet. Eventuell muss man so ein bisschen weiter nach hinten gehen, um eben ja, das Band ein bisschen auf Spannung zu bekommen. Aber das ist zum Beispiel eine tolle Übung fürs Warm-up, um einfach ein bisschen warm zu werden. Ähnliche Übungen kann man auch mit dem Terraband natürlich für alle Bereiche machen. Wichtig immer schnell ausführen und eben viele Wiederholungen. Ein weiteres wichtiges Werkzeug zum Trainieren, zum tennisspezifischen Trainieren der Schnellkraft und eben auch der Vorspannung ist der allseits beliebte Medizinball. Ja, dazu habe ich ein Video gemacht, vor 2 Wochen war das ungefähr. Schaut es euch mal an. Da mehrere Übungen, welche Bedeutung auch der Medizinball im Tennistraining haben kann, welche Übungen ihr damit machen könnt, schaut euch das mal an, ist auf jeden Fall sehr interessant. Ja, und das ist natürlich auch ein Ball im Prinzip jetzt, mit dem kann ich wunderbar Übungen machen, kann ich arbeiten aus der Oberkörperrotation und dadurch, dass der Ball schwer ist, arbeite ich natürlich hier auch gegen einen Widerstand und deswegen ist der Medizinball auch für das Schnelligkeitstraining, für die Kraftschnelligkeit natürlich ein super Tool, was ihr in eurem Tennistraining auf jeden Fall verwenden solltet. So, jetzt seid ihr mit Sicherheit gespannt, wie ihr das Ganze in eurem Tennistraining umsetzen könnt. Hier meine Praxisbeispiele für euch. I'm running away from this pain. I'm trying to find a new way where the sun's shining down on my face. I'm running away. You're in a toxic relationship. Time to be
So, ich hoffe, euch haben die Übungen gefallen und ihr konntet einiges wieder mitnehmen für euer Tennistraining. Wichtig bei diesen Übungen ist auf jeden Fall zum Thema Schnellkraft. Das ist keine Sache, die macht man einmal und dann wird das schon besser, sondern das ist wirklich ein langer Prozess, den ihr über Wochen mit Schülern oder ihr als Spieler, die ihr machen solltet, wenn ihr eure Schnellkraft, eure Schlaghärte, eure Power trainieren wollt. Also, ich würde beispielsweise, wenn ich jetzt sehe, ich möchte mit dem Schüler daran arbeiten, an der Schnellkraft, dann reicht das nicht, das 2 Wochen zu machen, sondern würde ich vielleicht über eine ganze Saison das schwerpunktmäßig 10 Minuten im Training machen. Und dann ist mit Sicherheit auch ein Erfolg festzustellen, dass man wirklich immer Übungen auch wiederholt, arbeitet, intensiv arbeitet, mit wenig Widerstand und vielen, vielen, vielen schnellen Wiederholungen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da, drückt auf die Glocke, abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr auch das nächste Video nicht von mir. Bis dahin, euer Martin.